ist nicht, aber Haupt, es ist nicht wichtig, wie du startest, es ist von, sondern es ist wichtig, wie du es beendest. La manière dont tu commences n'est pas important. Le plus important, c'est comment tu finis. C'est la manière dont tu finis. Und die Kunst daran ist einfach, eine Disziplin zu haben. Et le but en fait, c'est d'avoir une discipline. Deine Kräfte zu sparen. Garder ta force. Und damit du bis am Ende da hast, also du bist am Ende das schaffst, Ausdauer halten. Das ist wie bei uns Christen. Du kannst am Anfang Gott empfangen, sagst ja, ich habe den Heiligen Geist. Ja, ich bin mit Gott, ich mache alles. Wir haben jetzt eine Versammlung in Bonn, in Hamburg, in Regensburg, egal wo. Une réunion en Bonne, à Regensburg. Je suis pas dabei. Tu es partout. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wie du lebst und wie du am Ende das beendest. Le plus important, c'est pas d'être partout à la même fois, mais le plus important, c'est comment tu termines la course. Wie beendest du das? Comment est-ce que tu vas terminer la course? Hast du diese Disziplin, dass du immer trainierst wie am Marathon, weil bevor du laufst, wirst du immer trainieren? As-tu cette discipline que tu exerces tout le temps, ou bien tu seras toujours en fait en train de. Tu seras toujours en train d'entraîner. Dieses Training ist wie das Gebet. Bist du jeden Tag am Beten? Cet entraînement, en fait, c'est comme la prière, tu pries tous les jours. Weil die Bibel sagt, und bete ohne Unterlass. La Bible dit, en fait, prier sans relâche. Und mit. Das Wort soll also deinen Mund nicht verlassen, aber gedenke darüber Tag und Nacht. La parole ne va pas quitter aussi ta bouche, donc tu dois méditer cette parole jour et nuit. Seid ihr in dieser Verfassung, seid ihr in diesem Moment, dass ihr immer betet und dass ihr auch immer meditiert? Êtes-vous dans cette atmosphère où vous êtes toujours en train de prier, où vous êtes toujours en train de méditer la parole? Wir können uns hier versammeln. Nous pouvons nous rassembler ici. Du kannst hier beten, kannst hier lesen, kannst hier schreien, kannst hier alles machen. Tu peux prier ici, tu peux crier, tu peux lire, tu peux faire tout ce que tu veux. Aber wie endest du am Ende? Wie wird dein Ende sein? Comment sera ta fin? Und am Ende kannst du so vorbereiten, dass du jetzt anfängst, diese Dinge zu tun, dich zu trainieren. Et tu dois te préparer maintenant. Was ist das Gebet? C'est la prière. Es gibt kein anderes Geheimnis als das Gebet und das Wort. Il n'y a pas d'autre secret que la prière et la parole de Dieu. Es ist auch gut, sich mit Brüdern und Schwestern zu versammeln. C'est une bonne chose de se rassembler avec les frères et sœurs. Weil man stärkt sich. Parce que on s'encourage. Man baut sich auf. On se fortifie. Aber dieser Marathon ist du selber, du allein. Ce marathon, cette course, c'est personnel. Es gibt Höhen und Tiefen. Il y a des hauts et des bas. Aber bist du konstant, weil Gott will, dass du konstant bist. Mais est-ce que tu es constant? Parce que le Seigneur veut que tu sois constant. Versuchen wir zu perfektionieren, dass wir konstant werden, damit wir das bis am Ende schaffen. Apprends à te perfectionner pour marcher dans la constance jusqu'à la fin. Der Herr will uns am Ende da sehen. Der will jeder, dass jeder gerettet wird am Ende. Le Seigneur veut voir, il veut que nous tous nous sommes sauvés à la fin. Ich glaube, ihr wollt das doch auch, oder? Ich habe keine Lust mehr hier mit diesem Brief oder keine Ahnung. Immer diese Probleme hier. Ich schaffe die Nase voll davon. Diese Wirtschaftskrisen siehst du. Du siehst Kriege. Das tut nicht gut. Du siehst jeden Tag Menschen sterben. Tu vois les gens mourir tous les jours. Menschen in Krankenhäuser. Les gens qui sont à l'hôpital. Aber irgendwann wird das alles hier auch ein Ende haben. Un jour, tout cela va finir, ça va faire une fin. Wo ist dein Ende? Où est ta fin? Du kannst heute dein Ende vorbereiten. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, préparer. Indem du eine Disziplin hast. Par une vie de discipline. Und diese Disziplin ist Training, das ist das Wort und das Gebet. Et cette discipline, en fait, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est un entraînement. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 7, j'ai le bon combat gekämpft. Ich habe den Lauf
vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et au reste, Et au reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur le juge, le juste juge, me le donnera à ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui pourront aimer son apparition. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denn der Herr den Gerechten richtet. Mir als Belohnung, irgendwie an dem lieben Tag, nicht alle an mir, sondern auch als alle, die seine Erscheinung lieb geworden haben. Das heißt, wirst du in der Lage sein zu sagen, ich habe einen guten Kampf gewonnen. Savais-tu à mes yeux, dit que j'ai combattu le bon combat? Weil hier war der Apostel Paulus sicher, dass er das gewonnen hat. Et que j'ai gardé la foi que j'ai besoin. Parce que l'apôtre Paul va dire qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gagné. Und hier steht, nicht nur er wird so eine Krone kriegen, er wird nicht nur er, aber auch alle, die auch diesen Kampf gekämpft haben und es besiegt haben. Et ici c'est écrit, il n'y a pas seulement lui en fait qui sera couronné, mais tous ceux qui ont combattu. Das sind wir alle. Kämpfe den guten Kampf. Denn da oben ist uns, da erwartet uns Dinge, von denen wir uns nicht mal vorstellen können. Geht das an mit der Bibel? Legt das euch wirklich ins Herz? Der Herr segne euch. Ich segne euch.